Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Endroll. Ja, wir sind hier in Alt Dings da. Oh. Ja, richtig. Oh. Tut mir jetzt leid. Banditen. Okay. Haben wir halt nichts Wertvolles dabei, ne? Puh, also wir sollen hier immer noch irgendwas finden, sind jetzt plötzlich alleine? Ja, das mit dem Bogen, ne, würde ich jetzt schon empfehlen. Ich nehme andere Pfeile. Da muss ich nicht die guten verwenden. Ach ja. Ach ja, das war nicht schlecht. So. So, den Eichenbogen kann ich mitnehmen, den Stahlpfeil auch. Oh. Seid ihr jemand? Okay, scheinbar nicht. Scheinbar ist dem nicht so. Äpfel. Einen roten Apfel brauche ich. Ach komm, nehme ich mit. Kann ich essen direkt. Kann ich mich mit heilen. Oh. Bögen können schon was Schönes sein. Wenn man denn möchte. Aber auch nur dann. Ich weiß nicht, was passiert. Was des passiert. Was? Irgendwie feiert diesen Song ja jeder zurzeit, deswegen. Der hat auch irgendwie die. Das ist der mit den meisten Views auf YouTube? 3,7 Milliarden habe ich heute gesehen. Ich dachte mir so, Alter, was ist denn los? Okay. Ja, sorry. Ja. Oh, hier scheint Wema-Technologie oder wie sie hier heißt, Sternlingstechnologie. Oh, ho, ho. Na. Okay. Die sind in die eigene Falle gelaufen. Das ist ja unfassbar. Das ist schön. Okay. Gut. Ich weiß ja noch nicht so genau, wo ich hin muss, ist das Problem, ne? Diese ganzen Pflanzen in Enderer leuchten. Alle leuchten.
Irgendwie. Heißes Gefühl. Ja. Mach doch mal weniger Zutaten auf einem Fleck, bitte. Danke. In die Tiefen? Ich bin doch schon in der Tiefe. Ach so. Ach so, okay, ich verstehe. Das waren zwei unterschiedliche Wege, die ich einfach nehmen konnte. Okay. Das ergibt natürlich eher schon Sinn. Hier komme ich natürlich nicht weiter. Hier ist nichts, auch nicht. Ein schöner Wasserfall, aber der bringt mir dann natürlich auch relativ wenig. Boah, so Reizus, ne? Ist halt echt die absolute Katastrophe. Du musst nicht wirklich husten, aber du kannst es auch nicht so unterlassen. Ja. Perfekt. Eine Eis. Pranke. Wie viele habe ich da schon gesammelt? 10, 20 Stück bestimmt. Oh, doch ein blauer Quarz. Würde ich schätzen, so 10, 20 Stück. Also damit ist es schon doch. Also die geben zwar jedes Mal nur eins, aber insgesamt kein schlechtes Verhältnis, was ich da schon an Gewicht jetzt mehr tragen kann dadurch. Muss man einfach mal so eingestehen, finde ich. In den Felsen oben wieder. Das ist doch der Raum, wo ich letzte Folge begonnen habe, quasi, oder? Sieht halt echt nicht schlecht aus. Oh. Sind das jetzt schon etwa Gespräche auf Gothic-Niveau? Unvorstellbar. Also wirklich. Es geht immer weiter. Es ist ein riesiger Dungeon auch mal wieder. Das finde ich ist auch sowas. Die können echt viele Dungeons echt groß machen. Also der größte bisher war Agnot. Dieses Schiff. Klar, also ohne Zweifel. Und das war auch so mit einer der geilsten. Aber die schaffen es echt bei. Was habe ich jetzt aufgesammelt, was ich nicht wollte? Ich kann die Dinger auch mal weg. Braucht kein Mensch. Habe ich nichts irgendwie aufgesammelt, was ich nicht wollte? Okay. Ha. Komisch. So. Oh. Schade. Na dann eben so. Ha. Schön. 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 Gut, die Sachen, die dabei haben, sind eher weniger sinnnotwendig oder ja, brauchbar wäre vielleicht der beste Begriff. Ah, schön. Schön ist es alle Male. Was ist das? Also hier sind viele Dinge, die man sich so fragt, was könnte das jetzt sein, ne? Finde ich. Also ich finde, das ist auch so ein
ja, so eine Notwendigkeit, dass man halt bei vielen Dingen so hinterfragt, damit man so ein bisschen Kreativität zeigen kann. Hallo? Oh Gottes Willen. Jael? Jael, bist du es? Jael, Gerbers Sohn. Also das ist doch ja, also da kann mir jetzt niemand mehr was erzählen. Sorry, wir können da niemand mehr was erzählen. Das ist Jael Gerbers Sohn. Der Schlechter von Ark. Was zum Henker war das eben? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was war das eben? Deine Haut, dieser Nebel, du warst anders. Bin verwirrt. Gut. Ja, hier ist keiner von denen? Wer seid ihr dann? Brot, das schlanke Mädchen mit den blonden Haaren? Ja, wo habt ihr euch da reingeritten? Würde mich auch interessieren.
Giralata, ihr meint diesen Kult aus der Unterstadt? Lasst mich raten, dieses Gold gehört Borek und ihr hofft, dass seine Machenschaften und seine Grausamkeit den Diebstahl rechtfertigen. Nun gut, diese Schulden werden immer mehr und ihr habt nach einer Möglichkeit gesucht, sie schlagartig zu begleichen. Also habt ihr mit ihnen einen Handel abgeschlossen und wessen Groschen sind das nun? Kein Händler fährt bei all den Banditen und Watüren noch tagtäglich dieselbe Strecke. Die Abendtafel habt ihr aus der Unterstadt gestohlen? Ihr wisst, dass Kareks Männer drei der Magier oben getötet haben. So viel zum Thema Banditen mit Ehre. Eine verschleierte Frau mit einer schwarzen Kutte und einer dunklen Stimme. Und jetzt wollt ihr, dass ich euch mit dem Gold laufen lasse, richtig? Eure Beweggründe rechtfertigen nicht, was ihr getan habt. Das Gold ist nicht eures. Na gut, dann sollen all die Toten nicht umsonst gewesen sein. Nehmt das Gold und verschwindet. Was denkst du, Kalia? Eure Beweggründe rechtfertigen nicht, was ihr getan habt. Das ist nicht eures. Sonst würde immer weiter das gehen und es würde kaskadisch immer schlimmer werden.
Ruine nach der Maschine durchsuchen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.